belong to you. I belong, I belong to you. So, ich bin jetzt auf der Bundesstraße 5. Grüß dich, meiner. Ja, da hinten, da steht ein Kran an der Anlage. Hier drüben sind die fetten Siemens. Jetzt auf dem Weg hoch nach Dänemark. Ja. So sieht das aus. Krass, krass, krass. Ach, das ist nur der Tor. Ich dachte, da ist schon was dran. Ja, hier drüben sind ja die Anlagen, ne? Schon geil hier. Geile Ecke. So, hier sind wieder die interessanten Zweiflügler. Sieht ziemlich ulkig aus. Werden wir bestimmt noch öfters jetzt sehen hier in Dänemark. Ja, schön geil hier oben. Also wirklich. Gefällt mir sehr gut auch die Landschaft. Die Häuser. Hier ist so ein Unterschied zwischen zwei NDKs. Ich denke mal eine 300er oder 150er. Oder 300er oder so. Ist halt immer manchmal schwierig, das zu unterscheiden, aber vom Design her siehst du schon, dass die vorne kleiner ist und die dahinter größer. Ne? Ganz cool. So, hier sind alte Mikons, die habe ich auch schon mal verfilmt. Sie auf meinem Kanal, ne? Müsst ihr mal gucken. Jawohl, grüß dich, meiner. Ja, Camper grüßen sich ja auch wie Motorradfahrer, das wusste ich eine Zeit lang nicht. Ich habe mich mal gewundert, ich kenne die auch nicht, was will denn der? Ja, Camperfahrer grüßen sich ja. Aber auch nicht alle. Manche sind halt so, die grüßen halt nicht, dann ist es so. Ja. Ja, wir haben jetzt hier 20 Grad. Wunderbar. Hier wunderschön, Vestas V47 oder sowas. In einer Reihe. Super. Sehr cool. Ich frage mich auch nicht, wo ich hier bin. Ich kann es eh nicht aussprechen. Ist das drauf so? Ich hätte einfach da. Geil. Und die Mühlen laufen und laufen. Ja, da sieht es aus, als wenn eine Anlage abgebrannt ist. In diese Richtung da, eine 112 oder sowas. Krass, da muss ich irgendwie hinkommen, Mensch. Wahnsinn. Oh, bin da leider jetzt nicht reingekommen an den Siemens. Irgendwelche fetten Siemens sind das. Ja. Hammer, geil. Ja, es gibt auch so welche SG hier, nee, nicht SG, Siemens 154 mit 6 Megawatt irgendwie sowas sind. Irgendwas Fettes. Habe ich als Modell zu Hause. Ist ja auch verschiedene Größen. Ja. Leider sieht man die halt nicht so oft bei mir. Oder gar nicht. Oder überhaupt nicht. Und dann siehst du die zum ersten Mal und überlegst das mal. Ja, was ist das, ne? Ah, hier ist ja auch ein schöner Platz, Mensch, zum Verweilen. Hier muss ich doch mal anhalten. Geil. Schöner See hier vorne. Naja, kann ich wenigstens mal richtig ranzoomen. Hubschrauberplattform haben die auch drauf. Geil. Richtig schicki. Jetzt mach die Musik aus, Junge. Ich habe hier noch was gefunden. Das ist hier Windpark Tim. Einfach T-I-M. Und weiter unten Ring Kolbing Skin. Keine Ahnung. Da steht 5x7 SBT 6.0er 120. Also 6 Megawatt. Denke ich mal schon, dass wir so viel haben. Die sind ziemlich fett, die Anlagen. Ja. Hier könnt ihr es ja nochmal lesen. Da steht zwar nur 5, aber ich denke mal, das kommt so hin mit den Dingern. 6. Hier wieder eine kleine Anlage. Süß. THY, ja, sag mir was. Das könnten auch wieder Vestas 120 sein. Ja, genau. Spitze Nase, das, der Topcooler auch ganz anders. Und die Rotorblätter sind auch andere. Und da stehen gleich noch ein paar mehr rum. Ja, sieht man das? Ach, scheiß Fliegenkacke. Yeah. Da. Schön. So viel auf einen Haufen, 120er. Cool. So, da ist eine Viking 25. Steht der da still? Ich habe kurz mal angehalten. Also, das ist in Dänemark immer geil.
Hier sind überall so eine Parkplätze, so eine kleine Bucht, wo du mal rinfahren kannst. Ne? Ja, und da hinten steht eine Vestas, ich denke mal 25er. Ist ja hier schon Standard. Das ist Wahnsinn. Also ich wirklich könnte überall anhalten. Überall, aber ich will auch mal ankommen. Ne? Da hinten haben wir noch Alter, einen Bonus, wa? Geil. Auf Gittermast. Das ist schon mal sowas, wo ich am liebsten anhalten würde. Ne? Das sind doch hier die, was sind das, 150er? Ach Gottchen, ey. Meine Güte. Na, wird scharf, Junge. Wird scharf. So, da ist auch eine Bonus. Bonus steht dran, nur. Nicht an Bonus, sondern Bonus. Geil. Die alten Kisten hier auch noch, ey. Gut, die haben wir bei uns auch noch, aber trotzdem. Geil. Vor allem da hinten so viele, ne? Boah, Wahnsinn. Ich hab kurz mal gegoogelt, das müssten Bonus 300er sein. 150er sehen auch anders aus. Ja, das könnten sie sein, ne? Geil. Geil, geil. Da hinten steht auch noch wieder. Enventus. Drei Stück Enventus. Ich habe heute auch viele Tipps von anderen gekriegt. Vielen Dank dafür, ne? Ich danke euch vielmals, aber ich kann, wie gesagt, nicht überall hinfahren. Ich kann es nicht machen, ja. Es ist einfach zu viel. Aber trotzdem echt vielen lieben Dank, dass ihr mir so viele Tipps gibt, wo man hinfahren könnte und eure Hilfe angeboten habt. Ja, finde ich gut. Echt geile Community, wirklich. Super. So muss das sein, Junge. Alles klar, so, dann ziehe ich mal weiter hier. Obwohl, das könnten 150er sind, die da am Eingang steht. Das sind noch verschiedene. Boah, alter Falter. Ja, mal gucken, ob ich da lang komme. Ich stehe hier gerade im Wasser. Frage mich nicht, wo ich jetzt hier bin. Irgendwo hier in Dänemark. Da hinten steht fette Siemens. Ich weiß jetzt nicht, im Wasser oder ob da hinten Land ist. Keine Ahnung. Aua, mein speist mich doch nicht hier. Klopst ja nicht. Da kommt gleich der Krebs und beißt mich im Fuß. Da ist er, der Sack. Oh, du Schlumpi. Sieht man den? Du kleiner Sack, du. Willst du mich im Fuß beißen? Schnell raus. Ja, du unterbrichst mich hier bei meiner Aufnahme, Junge. Oh, ich wundere mich, was krabbelt denn da so? Nee, bissen hat er noch nicht, dann hätte ich geschrien. Aber es war komisch, ne? Ja, da hinten sieht es so irgendwie nach Gewitter aus. Also eine Megalandschaft, also wunderschön. Hier hört man, hier kommt in den Norden Richtung Jütland, ist schon geil. Ist ein Dream, wie immer. Aber auch sehr anstrengend, muss ich sagen, wenn du Auto fährst. Und dann immer wieder anhalten, gucken, anhalten. Also ich kann wirklich nicht alle Windparks mitnehmen, das ist unmöglich. Da bräuchte ich ja viel, 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 viel mehr Zeit und Ruhe. Weil ich schlafe auch nicht sehr viel. Stehe früh auf, mache mich fertig und dann geht's wieder los, nächsten Windpark. Und das, ja, man soll es auch mal ein bisschen genießen. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich nicht alle Windparks zeigen kann halt, ne? Ich zeige das, was ich kann, wo ich Bock drauf habe und ich denke mal, das reicht auch. Ja, sieht schon cool aus. Hammer. Ja, ich stehe hier oben mit dem Camper, kurz. Das ist halt geil in Dänemark, du fährst hier ran an den Strand oder Steinstrand und kannst hier rumkrauchen. Wo kannst du das in Deutschland noch? Da ist alles immer verboten. Aber hier ist das möglich, hier kannst du wirklich überall. Und das ist halt das Schöne, ne? Ich hoffe, es bleibt alles so. Ah, geil. Gut. Ich wollte euch die mal zeigen, die Windräder. Da, ich komme. Ich bin jetzt 500 Meter weiter gekommen. Vom Wasser jetzt hier kurz angehalten. Jetzt muss ich gucken, was das für eine Tonne ist hier. Alter, was steht denn hier alles rum? Was ist das denn? Alter, weiter. Geil. Was es hier alles gibt. Ey, das gibt's ja auch nicht. Du rastest aus hier. Also, wenn du wirklich so eine Meise hast wie ich, also das ist unnormal. Da oben stehen wieder die nächsten. Also, vorne die an Bonus, da konnte ich natürlich auch nicht anhalten. Das war auch wieder so ein Schweineweg da irgendwie hin. Oder ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lust gehabt. Aber das ist doch mal interessant da oben, ne? Krass. Ey, das ist Wahnsinn hier wirklich. Hier stehen eine Vestas 25 nach der anderen oder 27, irgendwas Altes. Immer zu hier, alte Kisten. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Da, die nächste oben auf dem Berg. Hier unten eine schöne Windmühle, die Häuser, dann ist auf jeden Fall ein Zweiflügler, dann dieses irre Museum, wo ich vorhin war, dann das Wasser, ey, ich krieg eine Macke. Dänemark ist ja echt so schön, also Wahnsinn. Ich weiß ja auch nicht, was ich erst zeigen soll, wirklich. Du drehst am Rad, hier schon wieder eine alte Vestas V39 oder so, dann vorne war eine V25 und ah, das sieht ja auch nicht. Hier die Zweiflügler nochmal.
en masse, ey, also irre, einfach nur irre. Guck dir das an, hier drei so eine alten V25 oder 27, ah, ich weiß es nicht. Ey, das ist irre, was hier rumsteht, ey, ist einfach irre. Ich komme gar nicht mehr drauf klar, wirklich, irre. Und da hinten, ja, riesengroße Klopper. Kann sein, dass das schon das Windtestfeld Österhöhl ist. Ist es möglich? Weil ich bin ja eigentlich hier schon sozusagen um der Ecke, ne? Das möchte ich ja besuchen morgen dann, heute nicht mehr. Ich bin fix und alle, ey. Was ich heute wieder gesehen habe, ist es unnormal. Ja, dieses Fahren und Filmen, also Pause machen, Filmen und alles. Und, oh, alter Falter. Ja, das sollte man ein bisschen ruhiger angehen lassen wahrscheinlich. Ich merke das auch. Man ist nicht mehr der Jüngste, ne? Sagen wir mal so. Aber dieser Zwang treibt ihn immer voran. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon das Testfeld ist. Kann sein, aber ich muss auf die Karte gucken. Ich weiß nicht genau. Kommen wir nicht zu meinem Schlafplatz. Das ist abartig geil. Guck dir das an, das Meer. Und hier noch die Anlagen davor. Ey, das ist ein Traum, wirklich. Also wunderschön, wirklich. Was hängt denn da eigentlich dran? Die läuft, die Anlage, und da hängt was dran? Ah ne, das ist eine Boje. Alles klar. Das wäre ja auch ein bisschen komisch. Oh, das riecht hier, das ist abartig geil. Das ist so geil. Ich kann das ja auch nicht mehr beschreiben. Diese Landschaft hier auch, unbeschreiblich schön. Wirklich. Ich rate jeden hierher zu kommen. Wirklich, jeden.